Komm in Rückenlage auf deine Matte, die Füße sind aufgestellt. Entspann deine Schultern, entspann deine Halswirbelsäule, entspann dein Gesicht, lass alles los. Und dann wander hier mit den Fingerspitzen nach oben Richtung Decke. Genau. Und zieh einmal im Wechsel die rechte und die linke Fingerspitze ein bisschen weiter nach oben. Ja, sodass die Schulter hier hinterher geht. Genau. Ja, super Übung, um deinen Hals-Nackenbereich zu lockern, zu lösen. Schulter-Nackenbereich. Lass deine Atmung fließen. Dann fass hier an den Unterarmen, die Ellenbogen sind außen, und schieb mal deine Unterarme von rechts nach links. Und mit dem Kopf schaust du hier den Armen hinterher. Bleib einmal in der Mitte, Schultern ziehen tief, die Hände fassen und dann schieb mal die Hände so ein bisschen auseinander, mit Kraft nach außen ziehen. Und wieder lösen, die Ellenbogen nochmal von rechts nach links schieben. Kopf schaut den Händen hinterher. Und dann löse mal deine Arme, leg die Arme einfach locker entspannt auf der Matte auf und schieb nur den Kopf von rechts nach links. Auf einer Seite halten, das Kinn zieht hier Richtung Schulter und die gegenüberliegende Schulter schiebt nach unten in die Dehnung. Dass du hier auf der Seite die Dehnung spürst. Lass deine Atmung fließen. Und gib mal mit jedem Ausatmen immer mehr Gewicht an den Boden und an die Matte ab. Mit jedem Ausatmen immer mehr loslassen. Den ganzen Hals-Nackenbereich immer weicher und immer lockerer werden lassen. Wechsel zur anderen Seite. Kinn zieht Richtung Schulter, gegenüberliegende Schulter schiebt nach unten in die Dehnung. Auch hier die Dehnung spüren und mit jedem Ausatmen immer mehr loslassen. Den ganzen Hals-Nackenbereich immer weicher werden lassen. Alle Anspannung ausatmen. Komm wieder zurück zur Mitte. Die Hände seitlich oder auf den Bauch legen, wie es dir angenehmer ist. Zieh das Kinn ran, die Kopfkrone schiebt nach oben Richtung Decke. Genau, atme einmal ein, mit dem Ausatmen ein bisschen lösen. Mit dem Einatmen Kinn ranziehen, Kopfkrone schiebt nach oben Richtung Decke, ausatmen, lösen. Und dann in deinem eigenen Tempo, du kannst gerne die Augen schließen dabei.
Dann noch einmal. Jetzt halt mal den Zug in die Länge, das Kinn ranziehen und drück mal den Hinterkopf in den Boden rein. Leichte bis mittlere Spannung aufbauen. Mehr nicht in der Halswirbelsäule. Das genügt völlig. Und dann wieder loslassen. Das Gewicht des Kopfes und die Schultern wieder an den Boden abgeben. Pause. Es ist so, wenn wir eine Muskulatur statisch anspannen, tut sie sich danach reflektorisch entspannen. Und diesen Effekt nutzen wir hier aus. Vielleicht möchtest du die Knie auch locker nach innen fallen lassen. Vielleicht möchtest du die Beine strecken und die Füße nach außen fallen lassen. Schau mal, was dir hier angenehmer ist. Und dann kannst du nochmal das Kinn ranziehen, Hinterkopf drückt in den Boden rein. Leichte bis mittlere Spannung. Und Spannung wieder lösen, alles wieder locker lassen. Das Gewicht des Kopfes und der Schultern wieder an den Boden abgeben. Und du kannst dir diesen Effekt noch ein bisschen verstärken, wenn du dir vorstellst, dass du in deinen Hals-Nackenbereich ausatmest. Um dann mit jedem Ausatmen immer mehr Anspannung ausatmen. Mit jedem Ausatmen immer mehr loslassen. Immer mehr Gewicht an den Boden abgeben. Und alle Anspannung ausatmen. Nimm die Hände seitlich vom Körper, zieh die Schultern tief und presse die Schulterblätter einmal hinter der Wirbelsäule zusammen. Die Handflächen zeigen nach oben. Hier die Spannung aufbauen zwischen den Schulterblättern. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr in die Spannung gehen. Und dann wieder loslassen, das ganze Gewicht der Schultern und der Arme wieder an den Boden abgeben. Pause. Und auch hier kannst du dir wieder vorstellen, mit jedem Ausatmen alle Anspannung ausatmen. Mit jedem Ausatmen den ganzen Bereich, Schulter, Gürtelbereich immer weicher, immer lockerer werden lassen. Und immer mehr Gewicht an den Boden abgeben. Und ein letztes Mal Schulter tief ziehen, Schulterblätter hinter der Wirbelsäule gegeneinander ziehen. Und Spannung lösen. Alles wieder locker lassen, alles wieder loslassen. Mit jedem Ausatmen immer mehr Anspannung ausatmen. Immer mehr Gewicht an die Matte abgeben. Und lösen.